Herzlich willkommen, liebe Schülerinnen und Schüler. Herzlich willkommen, liebe Eltern. Herzlich willkommen, liebe Lehrerinnen und Lehrer. Und auch herzlich willkommen, liebe offizielle Vertreter von Senat, Schulverwaltung, Technik, Museum, Technologiestiftung und so weiter. Ich freue mich, Sie heute hier im Namen des DFG-Forschungszentrums Matheon und der Deutschen Mathematikervereinigung begrüßen zu dürfen zur Preisverleihung des Adventskalenders 2012. Damit ihr euch das vor allem besser vorstellen könnt, also wir schätzen, dass wir hier ca. 300 Leute im Saal sind, wahrscheinlich viel, viel mehr, weil der Saal überfüllt ist. 570 solche Säle voll von Menschen, von Schülerinnen und Schülern, haben 24 Tage lang jeden Tag an Mathematikaufgaben gesessen für die Adventskalender. Und das ist, glaube ich, nochmal ein Applaus wert. Wir sind sehr gespannt, gerade bei den Gewinnern im Oberstufenkalender des Matheon, was aus denen wird, denn das läuft ja jetzt schon seit 10 Jahren. Und wir haben immerhin hier 2 Personen schon auf der Bühne gehabt, die durchaus berühmt geworden sind in der Mathematik. Die eine ist mehrfache Mathe-Olympiade-Preisträgerin geworden und der andere ist der jüngste Mathematikprofessor Deutschlands. Und Mathe ist nicht nur trockenes Rechnen, Mathe ist spannend, Mathe hat mit dem Alltag zu tun. Und Mathe macht auch richtig Spaß, wenn man es vor allem täglich macht und immer dran bleibt. Und ich glaube, das konntet ihr alle erleben, darum seid ihr hier. Hier eine gemeinsame Veranstaltung ist von Deutscher Mathematikervereinigung und DFG-Forschungszentrum Matheon. Die Veranstaltung heißt Mathe in Action und ist hiermit eröffnet. Und wann hast du die Aufgabe gemacht? Eigentlich immer am gleichen Tag. Am gleichen Tag? Am Nachmittag? Am Nachmittag. Am Nachmittag. Also am Abend. Und du? Ich bin erst und ich habe die Aufgaben immer nach der Schule gemacht. Nach der Schule? Ja. Und du? Also ich weiß Felix und ich habe es eigentlich meistens, es war unterschiedlich, manchmal abends, manchmal mittags und manchmal auch dazwischen. Dazwischen? Und du? Jonathan, ich habe die Aufgaben abends gemacht. Vielen Dank. Ihr sollt die Begriffe auf den Zetteln pantomimisch erklären und ihr müsst ihr raten. Los! Bei den kleinen Miniaturen, diesen Bären, handelt es sich um die sogenannten Buddy-Bären, einem Berliner Produkt. Und alle, die heute einen Bären bekommen, die kommen bitte nach der Veranstaltung noch einmal zu uns, denn zu den Bären gibt es noch eine Bodenplatte und den perfekten Karton für die Rückreise. Du hast gewonnen eine Carrera-Bahn, herzlichen Glückwunsch. Und du bist gar nicht so, dass du nächstes Jahr schon Abitur machst, ne? Nö. In welcher Klasse bist du denn? 10. In der 10. Und musst du noch 3 Jahre oder nur 2 Jahre? 2 Jahre. Und willst du dann Mathe studieren, wenn du fertig bist? Wahrscheinlich. Wahrscheinlich? Ja, Mathe. Ja, dann wird es viel Spaß. Also, am besten jetzt das 5 und hier auch mal. Also, wegpacken, sonst habt ihr zu viel dabei.
Jahr sind die Schweizer ganz vorne. So, wir machen jetzt ein anderes Spiel als vorher. Kriegt wieder beide Mannschaften einen Stapel Zettel. Kann ich dir das mal abnehmen? So, kriegst du hier Zettel. Und auf den Zetteln steht jetzt oben drauf jeweils ein Begriff. Den müsst ihr erklären. Und das Publikum muss wieder raten. Aber unten stehen Begriffe wie bei dem Spiel Tabu, die man nicht sagen darf. Und natürlich geht es wieder darum, wer in 2 Minuten am meisten Begriffe erklärt hat, die das Publikum dann geraten hat. Und ihr dürft die schon mal vorher angucken und so sortieren, wie ihr das am liebsten haben wollt. Steht im Zentrum. Mittelpunkt. Der Mittelpunkt war richtig, genau. Nicht eckig, sondern... Oh! Herzlichen Glückwunsch. Die Halbzeiten sind hier, glaube ich, schon das zweite Mal. Ist ja der absolute Hammer. Jetzt hätte ich eigentlich gern lieb, wo das geht. Deshalb stelle ich schon mal die Frage ins Publikum. Sind Sie Mathelehrerin, Professorin oder so? Wie kommt Ihre Affinität zur Mathematik? Wie sieht die aus? Ach, endlich mal jemand aus dem Mathe- und wissenschaftlichen Mitarbeiter, den ich vorstellen kann. Diese Person steckt hinter den Aufgaben. Solche Leute sind das. Großartig. Herzlichen Glückwunsch. Willkommen zum ultimativen Kalenderbild im Matthias-Kalender. Wer sollte das sein, wenn nicht Michael Drahlmann? Hallo. Hallo Michael. Michael Drahlmann malt seit, ich weiß nicht wie vielen Jahren, die Illustration. Wie lange? 5 Jahre mittlerweile. Das hat man. Sun in the sky.